Ich habe 28 Animes gegeneinander antreten lassen, um herauszufinden, welcher der beste ist. Es haben sich Nationen wie One Piece, Naruto, die Isekai-Nation, Waifus und noch viel mehr gebildet. Und auf der Map von Europa haben sie gekämpft, bis nur noch einer von ihnen übrig geblieben ist. Geografisch gesehen haben auch einige Länder zu den Animes, naja, gepasst. Es wird hier immer ein Rad gespinnt für den Anime, der angreift. Dann die Himmelsrichtung und dann wird gekämpft. Der Gewinner bekommt dabei immer einen Kämpfer vom Verliererteam, der vom Twitch-Chat ausgesucht wird. Das, meine Damen und Herren, ist Anime-Imperialismus. Wir hatten zwar schon ein Part gehabt und vielleicht da schon rausgefunden, was der beste Anime ist, aber naja, das war in einer anderen Zeitlinie, also zählt das nicht. Und egal, welcher Anime hier gewinnen wird, wir müssen am Ende posten auf Twitter, dass er eben der beste ist. Lasst einen Daumen nach oben auf dem Video hier da, ein Abo auf den Kanal und ich würde sagen, damit gehen wir rein in den allerersten Kampf. Wir legen hier also los und One Piece hat sofort riesigen Hunger und trifft zuallererst im Osten gegen JoJo's Bizarre Adventure. Und dabei, naja, habe ich auf eine ganz bestimmte Person gehofft. Don Krieg, Don Krieg. Aber es wurde hier letzten Endes der gute alte Bugboy. Und bei JoJo bekommen wir einfach keine Ruhe, weil wieder mal Dio kämpft. Oh nein, Dio hat sich vorhin noch Joseph gesnackt. Er ist schon mal geteilt. Es bringt überhaupt... Buggy, bitte! Er wird approached, Digga. Er wird richtig approached. Ja, er wurde anders approached. Ja, ja, so. Ja, genau. Mach mal bitte mehr sowas. Was? Oh, Digga, Muggy Ball. Muggy Ball! Oh Gott. Oh Gott. Muggy Ball Comebacks? Ja, nein. Ja, was soll ich denn sagen? Also One Piece gibt mir aktuell in diesem Format genau solche Depressionen wie eben Borussia Dortmund. Aber hey, wenigstens ist hier Drip gleich gut. Und hey, wer gönnt denn Monkey D. Ruffy nicht mal einen frühen Urlaub? Da kann er sich richtig schön entspannen. 3 Tage und der Traum einer schlaflosen Nacht. Mädchen, das keinerlei Tabus kennt und praktisch alles mit sich machen lässt. Ich konnte meine wildesten Triebe ausleben und Dinge tun, die andernorts strengstens verboten sind. Welch ein Genuss. Ruffy? Jedenfalls konnte der Chat sich nicht ganz entscheiden, wer vom One Piece Squad aufgenommen wird, weswegen wir dann die Entscheidung zu OPT geschoben haben. Dann sage ich aus aktuellen Anlässen, sage ich Garp. Garp ist also nun an Bord. Assalamu alaikum. Dio geht in Rente und die JoJo Lands werden ausgebaut. Bevor es hier mal weitergeht, kommen wir nochmal kurz zum Sponsor des Videos, nämlich Fortnite. Und ja, Freunde, es ist die Partnerschaft, auf die ihr alle gewartet habt. Wir haben zum einen Fortnite, das Game, was alle unsere Lieblings-Anime-Charakter vereint und mich, den absoluten Überpro in Fortnite. Ich bin der absolut Beste. Diese ganze Kooperation hier hat auch einen sehr besonderen Anlass. Nachdem ihr nämlich mit Eren Jaeger alle anderen wegslayen konntet, der ganze Dragon Ball Squad sich assembled hat und Deku seinen Frankfurter Hauptbahnhof Smash raushauen konnte, könnt ihr nun mit der Legende himself Goku Black ins Rennen gehen. Ja, der einzig wahre G ist nun am Start und ihr könnt seinen Null-Menschen-Plan endlich in die Tat umsetzen. Und Freunde, ihr braucht euch keine Sorgen machen. Falls ihr denkt, dass ihr nicht gegen solche absoluten Überpros wie halt mich ankommt, gibt es den Null-Bauen-Modus. Der ist für Anfänger super geeignet und es ist ein Modus, in dem ihr nicht gegen irgendwelche E-Sportler kämpft, die 20 Jahre Erfahrung haben und so krank bauen, als würde ihre Familie irgendwie gefangen gehalten werden und sie können sie nur befreien, indem sie den Epischen holen. Und als absolute Kirsche auf der Sahnetorte gibt es hier auch meinen ganz persönlichen Creator-Code, den ihr eingeben könnt, wenn ihr euch den Skin von Goku Black kauft, denn damit könnt ihr mich direkt unterstützen. Und zu diesem Anlass gibt es nochmal hier und hier Codes für euch, um sich den Goku Black Skin reinzusneaken. Ich bedanke mich also hier bei Fortnite fürs Sponsoren des Videos und wünsche euch sehr viel Spaß mit Goku Black anzutreten und ich bin schon sehr gespannt, was da für Memes entstehen werden. Und damit machen wir weiter mit dem Video. Als nächstes kommt Dragon Ball Z an, was geografisch gesehen, naja, in der Türkei liegt. Warum, fragt ihr euch? Naja, ganz einfach, weil sich damals die Boys bei mir in der Hood über Dragon Ball so gestritten haben, als wären sie Tokyo Revengey Boys. Da sie aber hier auf Süden treffen, finden sie nur ihre Freiheit wieder und nicht ein Gegner. Und apropos Freiheit. Jujutsu Kaisen kommt hier als nächstes dran und trifft im Norden auf Attack on Titan. Dieses Mal sind bei ihrem Roaster auch ein paar Charaktere rausgenommen worden, weil einige Atombomben dabei waren. Jedenfalls kommt hier Erwin höchstpersönlich dran, der von Toge bei ihrem Kampf disrespected wird, weil er einfach nochmal vorher sein Twitter checkt. Oh shit. Oh, oha, das sah keine sexy aus. Was war...
Was war das? Diese Dings, das... Oha, Bro! Er ist broken, was war das denn? Er packt einfach Folge 20 Strats aus. Er wieder auf Distanz. Oh! Auf Distanz. Nein. Oh mein Gott. Oh mein... Oh. Oh, oh. Comebacks? No way. Erwin, Taicho. Susume? Sasage? Komm schon. Ja, damit sind Gojo also dem Aufklärungstrupp bei und Erwin kann in Rente gehen. Und diese in diesem Universum genießen, weil das hat er nun mal verdient. Weil, AOT, aber geografisch gesehen, naja, Deutschland ist es schon ein bisschen schwierig, dass sie diesen Format hier gewinnen. Ja, damit trifft also dein neues Spot, nämlich die Waifus im Osten auf Hunter x Hunter und Naruto gleichzeitig. Weil Naruto aber selbst ziemlich spicy ist, wird ihr Gegner hier Hunter x Hunter. Und ja, klar, bei eurem Browserverlauf wird mir auch klar, dass Kurapika auch ganz schön spicy sein kann. Jedenfalls tritt bei den Waifus Marke an und für Hunter x Hunter darf Nacke ran. Was auch echt ein gutes Matchup ist, weil zu Nacke sagen alle auf den Straßen, dass er jeglicher Puppy absagt, weil er nur für seine Dogs da ist. Okay, die Beyblade spins, alles klar. Da war der Okay, Maka kann wirklich nur diese eine Sache, ne? Das kann nicht sein. Digga, Nacke holt sich Support und auch nochmal das Dings hier, das Nennviech. Die Beyblade spins. Okay, never mind. Es ist noch okay, der Kick hat connected. Potki immer. Oh, Potki macht sich bereit. Ich kann, glaube ich, kein Nen mehr benutzen, keine Fähigkeiten. Aber reichen die normalen Hits in der Ecke? Beyblade spin. Oh, oh. Oh, Nacke, Nacke. Er hat drei Leben. Er hat die... Marke hat alle drei Leben aus... Nackel holt also hier den Sieg. Hunter x Hunter breitet die NGL weiter aus. Und der Chat hat natürlich sofort für Maren gebellt. Im nächsten Kampf trifft Akamega Kill dann im Westen auf Tokyo Ghoul. Wobei auffällt, dass ich in Erdkunde nicht wirklich aufgepasst habe. Ey, Digga, mir wird gerade einfach geschrieben. Bruder ist Montenegro mit Albanien fusioniert. Für Akame steigt also Leone in den Ring und bei Tokyo Ghoul macht es Sasaki heise. Und der Kampf von den beiden ist, naja. Ich habe eigentlich nicht wirklich Worte dafür. Okay, okay, wait a minute, wir sind doch wieder back. Alter, ihre Jumps sind auch mächtig. Okay, heise ist, also heise ist ja, also ist ja wirklich, ist ja wirklich richtig kacke. Also er war wirklich richtig kacke, ne? Die Vereinte Nation von Akamega Kill nimmt hier Kenkaniki auf, weil dieser natürlich mit Sadness und Sorrow Train schon einige Erfahrungen gemacht hat. Ihr Gebiet wird größer und Leone geht in eine Gasse in ihre Rente. Was immer noch ein besseres Ende für den Charakter ist, als wie wir das im Anime von Akamega Kill gesehen haben. Im nächsten Kampf stellt sich dann Mob Psycho im Osten dem Eldia Volk. Bei Mob tritt dann erneut einfach mal Arataka Reagan an und trifft dabei auf Peak. Wo ist Peak? Dafür präsentiert Isayama Sensei, hat mir selber mitgeteilt, der Karn-Titan hat eine weitere Fähigkeit. Kann sich an die Umgebung anpassen und dadurch kann er camouflagemäßig unsichtbar sein. Chat, was sagen wir, wenn eine Ungereimtheit auftaucht in Anime Imperialismus? Was ist da die normale Devise? Könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen vielleicht? Ja, damit darf auch sie nun endlich ihre Rente genießen. Mob wird Teil von Attack on Titan, was eigentlich nicht wirklich viel ändert, weil AOT schon vorher einen Mob gehabt hatte. Und ihr Gebiet wird größer, womit wir also zum nächsten Kampf kommen. The Seven Deadly Sins musste mich hier in den Süden, um gegen Jojo's Bizarre Adventure anzutreten. Ich schwöre es euch, mir ist alles egal. Mir ist wirklich alles egal in diesem Turnier. Mir ist es egal. Wirklich, ich tweete, was ich tweeten muss. Aber bitte, einmal im Leben, bitte, einmal. Ich muss aufstehen, Digga. Bitte, einmal im Leben, bitte gönn mir Escanor the One. Meine Fresse, Digga, Alter. King nimmt es also hier mit Pucci von Jojo auf. Okay, komm schon, King. Was machst du da, King? Komm runter. Er ist am Boden, King. Nicht da oben, am Boden. King, hallo. Okay, never mind. I was not familiar with your game. King hat den High Ground. King hat den High Ground. Okay.
Ich hätte niemals gedacht, dass dieser Bruder hier den Sieg holen würde. Das Vereinigte Königreich von The Seven Deadly Sins krallt sich also hier das Piano von Giorno und sieht auf einmal aus wie ein Big Player. Damit gönne ich King auch hier seine verdiente Rente. Also, Dragon Ball GT trifft hier im Norden auf Attack on Titan, womit sich nun auch Baby Vegeta einen Kampf mit Annie Leonhard stellen darf. Leider kommt er dabei aber ziemlich ehrenlos mit seinen Cousins zum Kampf. Ja, leider hatte Annie dabei auch irgendwie gar keinen Bock und wurde ziemlich schnell erledigt. AOT verliert damit also sein Gebiet, was aber, seien wir ehrlich, wohl besser für dieses gesamte Video hier ist. Zündschnitt macht Gojo damit zum ewigen Söldner, packt ihn zu Dragon Ball GT und er kommt damit wohl niemals zum Kampf. Mann, das ist ja fast schon, als wäre er irgendwie eingesperrt. Wir hören hier aber schon von etwas weiter weg Stress. Die Vereinte Nation aus verschiedenen Isekai-Anime hat sich nämlich hier zusammengetan, um die Anime-Szene komplett zu übernehmen. Wiedergeboren als Getränkeautomat, wiedergeboren als Hund, wiedergeboren als heiße Quelle in einer anderen Welt und ich bin viel zu effektiv bei den Waifus. Sollen alles Serien sein, die die Szene für immer dominieren wollen. Doch es gibt eine Opposition, die dies verhindern kann. Und ich war so sehr überzeugt, dass ich sogar den Rap rausgelassen habe. Madara, Obito, Pain, Kisama, Itachi, Satsuri, Kakuzu, Ohida, Jidara, Shisui, Danzo, Minato, Tobirama, Hashirama, Maito, Gai, Nei, Ji, Kiba, Sai, Sakashi, Sakura, Sasuke, Naruto. Das Wheel trifft hier auf Kisame und er trägt damit die gesamte Legacy für Naruto Shippuden weiter fort. Und auch das Isekai-Universum hat einen extrem starken Kämpfer aufgestellt. Bitte lass dich nicht zu Fischstäbchen verarbeiten, Kisame. Du blockst das super. Block ihn, genauso wie er in den DMs geblockt wird, wenn er nicht in irgendeinem komischen Spiel ist online. Kisame, greif doch mal an, bitte! Digga, wieso ist der Depri? Habt ihr das gesehen? Er ist einfach Depri! Hä? Ich sag mal, weißt du, ich bin ein Mensch, der wirklich sehr viel versteht und sehr viel verzeiht. Aber, Bruder, ich sag dir ehrlich, ich gönn dir, dass du in deinem nächsten Leben als das hier wiedergeboren wirst. Die Vereinte Isekai-Nation ist natürlich extrem gerissen und nimmt sich hier Madara für ihren Squad. Denn technisch gesehen ist Madara einer von ihnen. Woher in drei Teufelsnamen hast du bitte diese Klamotten? Würdest du sie mir wohl bitte verkaufen? Kirito geht damit in die Rente und wir sehen den Kampf von Dragon Ball Super, die im Norden auf The Seven Deadly Sins treffen. Dragon Ball Super will es hier aber wirklich wissen, denn für sie tritt niemand anderes an als Jiren the Irrelevant. Wie erwähnt, ich möchte das wirklich betonen, ich bin in diesem Video natürlich völlig unparteiisch, aber Mann, es kann ohne mi amore. Ein Mann, mir ist scheißegal, wer gewinnt, aber ich will einen Mann heute sehen. Ich will einen Mann heute sehen und das ist alles, was wichtig ist für mich. Das kann nicht sein, Digga, nein. Nach einem langen Kampf hält Giorno hier aber sein Wort und gönnt uns hier ein 7-Page-Muder. Digga, Jiren ist ja ein Haufen Scheiße. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. I'm sorry. Es tut mir leid, Jiren. Nach einem unglaublichen Kampf und unfassbaren Aufopferung gönnen die Vereinigten Staaten von The Seven Deadly Sins hier Giorno auch eine eigene Insel, auf der Giorno seine Rente genießen kann. Die Armee wird dabei auch von einer absoluten Atombombe verstärkt, nämlich den Daishinkan. Und wir sehen uns damit auch an, was Black Clover anrichtet. Bevor der Kampf losgeht, zoll ich natürlich erstmal meinen Respekt von dem Champion des Anime-Imperialismus aus einem anderen Universum. Im Norden macht Black Clover aber hier keine halben Sachen und trifft auf Hunter x Hunter. Dabei wird Asta höchstpersönlich in den Kampf geschickt. Und ich sag's mal so, Leorio kann gleich wieder seinen Koffer packen und gehen. Er hat Nen gelernt. Ja, der König verteilt einfach brutale Schellen, vergrößert sein Land, geht damit zwar in Rente, aber stellt mit Merum einen König auf, der für ihn das Land übernehmen kann. Schauen wir uns also mal an, was One Punch Man so ausrichten kann. Es geht hier nämlich im Westen gegen die Anime All-Stars. Für die Anime All-Stars kommt hier auch Goblin Slayer ran. Aber Jungs, ich sag euch eine Sache, dieser kleine Wauwau hier macht sicher nicht Platz für ein anderes Land. Ja, Digga, Watchdog Man ist das, was Kiba immer sein wollte. Das
Hört ihr den Krankenwagen? Hört ihr den Krankenwagen von draußen? Den braucht den Goblin Slayer auch, Digga. Watchdog Man ist ein absoluter G, Alter. Watchdog Man hat ihn also komplett zersäbelt. Und weil ein Hund nun in Rente geht, braucht One Punch Man einen neuen Dog. Und snackt sich deswegen... Ich kann gar nicht glauben, was ich hier für ein Skript schreibe. Und snackt sich deswegen Chainsaw Man aka Danch. Außerdem wird ihr Land auch schöner, denn dieser Kampf war strategisch wichtig, um die Moral zu stärken. Denn da sie nun näher ans Meer gekommen sind, ne? Strandfolge und so. Also, Dragon Ball GT darf hier wieder ran und im Osten erwartet sie schon die große Isekai-Nation. Weil Chat aber sagt, dass Naruto auch im Osten liegt, trifft es dann doch eher Naruto. Naruto Shippuden ist zwar schon raus, aber Naruto kann immer noch Großes erreichen. Dragon Ball GT macht hier auch keine halben Sachen und schickt sofort ihr Monstrum Gogeta ins Rennen. Doch keine Sorge, die Vereinte Nation von Naruto weiß ganz genau, welchen Krieger sie hier aufstellen müssen. Die Gewichte wurden abgelegt. Die Gewichte wurden abgelegt. Ja, in die Ecke. Genau, in die Ecke. Beybladeen. Scheiß doch. Gewinn so. Dreckig. Ist egal. Jawohl. Neji. Neji ist hier, Chat. Oh mein Gott. Mann. Wie erwähnt, ich wollte mal sagen, dass ich völlig unparteiisch bin. Lee hat hier die Legacy von Neji aus dem anderen Universum nochmal bestätigt. Sich das große Stück Kuchen auf der Karte gekrallt und sich von Dragon Ball GT Gojo geholt, weil sein Cousin eben auch bei ihnen chillt. Und Rock Lee, ganz ehrlich, du bist der Geilste und ich gönne dir einfach die beste Rente der Welt mit ganz viel Sake und ganz viel Liebe. Damit darf auch Akamega Kill wieder ran, was mich nicht juckt, weil, naja, ich habe mich ein bisschen ablenken lassen. Oh, Alter, guck mal, das ist... Ey, seid ehrlich, das ist fast schon eine... Das ist fast schon eine Perfect Locke, oder? Habt ihr schon mal so eine... Jedenfalls geht es im Norden gegen Black Clover. Akame selbst nimmt es dabei mit Sinnoh auf und... Ja, wie soll ich sagen? Sie wollte halt auf Naruto machen, aber das ging dann ein wenig schief. Ja, der Kampf musste nochmal neu gestartet werden. Und ja, der ging dann irgendwie noch länger, weswegen ich komplett abgedriftet bin. Was habt ihr heute zu Mittag gegessen, Chat? Pizza? Pizza ist nice, Bro. Ich muss auch wieder Pizza essen. Sushi? Big. Black Clover siegt also hier, bekommt Esther für ihren Squad. Das Land erreicht wieder vergangene Größe und Zenon darf in die Rente. Naruto hat aber wieder Hunger, greift erneut an und im Osten kommt es endlich zum großen Showdown. Naruto Shippuden ist bereits gefallen, aber nun kann Naruto Rache an der Isekai-Nation nehmen. Ja, Chat macht wieder miese, sagt Fullmetal Alchemist Brotherhood ist auch im Osten, deswegen müssen wir zwischen den beiden spinnen und FMAB kommt dabei raus, weswegen nun gegen Roy Mustang gekämpft werden muss. Aber es gibt hier einen Lichtblick. Ihr Söldner, der absolute Joker, Gojo, wird hier endlich freigelassen. Mustang wollte dann zwar einen Kampf mit ihm auf GTA machen, aber Gojo Abi hat in der kürzesten Zeit bei Naruto das Rasengan gelernt und gewinnt so für seine neue Nation. Er bekommt seine Eden-Statue, Naruto nimmt Edward in ihren Reihen auf und das weckt hier auch wieder den König. Black Clover stellt sich hier im Osten gleich zwei Nationen, von den Baki als Gegner ausgewählt wird. Dabei treffen also Bakis Vater und Yuno aufeinander. Verdammt, Yujiro tut Yuno dann hier wohl auch einen Gefallen und zeigt ihm mal, wer sein wahrer Daddy ist. Digga! Er sagt Madada! Habt ihr das gehört? Yuno sagt Madada! Oh nein, er bekommt Power-Up! Ja, er hat ihn absolut zerbrezelt und damit darf er also in die Rente. Baki mischt als Nation nun richtig mit und Julius muss ab jetzt richtig fett pumpen gehen. Baki wird dabei auch direkt belagert, denn als nächstes kommt hier One Punch Man ran und im Norden treffen sie eben auf Baki. Die verarschen die Vereinte Nation von Baki hier auch so richtig, weil sie daher den hier in den Kampf schicken. Und für Baki tritt dabei natürlich Baki an. Oh ja, Baby. Oh ja. Oh ja. Digga, es ist einfach nix, Alter. No Face aus Shiros Reise Zauberland. Komm schon, Kleiner. Wir sind hier drinnen. Wir sind drinnen im Kampf. Wir sind drinnen im Kampf. Wir sind hier. Wir sind hier. Der rechten Arm, der so krass ist. Genau den will ich sehen.
Nein, Kleiner, halt durch! Ja, also wenn er gegen so ein Ding verliert, dann waren seine Muskeln wohl doch nicht naturell und mehr auf SpongeBob-Ankerarme angelehnt. Und Punchman macht damit Julius zu einem Helden, werden so richtig schön big und der kleine Bruder geht hier in die Rente. Es geht hier auch sofort weiter, weil auf der anderen Seite der Map die spanische Gitarre eingestimmt wird. Im Norden Thrift Beach stimme ich hier auf The Seven Deadly Sins. Also haben wir, ich meine, haben sie eine weitere Chance auf Escanore mi amor. Warum lässt du mich so leiden? Ja, dann schauen wir uns mal an, wie Elisabeth aufs Maul bekommt. Oh, ja, die Macht von diesem Kampf ist irgendwie so groß, dass die ganze Welt einstürzt. Deswegen müssen wir auch hier einen Restand machen, weil diese beiden Kontrahenten ja wohl zu stark sind. Also haben wir doch noch eine Chance auf den Großen. Ich weiß nicht, ob ich mich umdrehen kann, Chat. Ich weiß nicht, was da steht. Ich traue mich nicht, mich umzudrehen. Ich traue mich gerade nicht, Chat. Ja, das hat ja wunderbar funktioniert. Weil Bleach dabei auf Renji landet, ist der Kampf wohl, naja, schon entschieden, bevor er überhaupt anfängt. Ey, Renji, das ist die peinlichste Niederlage von Renji all time, das kann nicht sein. Digga, er kann ihn nicht mehr, er kann Hawk nicht mehr treffen. Er wird absolut unparteiisch. Junge, aber jetzt mal Real Talk. Renji hat einfach gegen einen freaking Schwein verloren. Und es geht hier auch sofort weiter, denn das Nachbarland meldet sich hier zu Wort. Im Norden möchte nämlich Fairy Tail so richtig schön angreifen. Und ja, ich weiß auch nicht, irgendwie kommt hier wieder Guildarzt dran. Aber nun, es ist doch endlich mal Zeit, dass wir für The Seven Deadly Sins niemand anderen spinnen als Escanore mi amor. Für Escanore, für dein Breath. Okay, gilt er sehr, sehr stark am Start. Oh nein, er teilt ihn. Teilt ja auch meine Hoffnung, dass ich jetzt noch Escanore sehe. Es ist ein ausgeglichenes Match. Letztes Mal war geht als ziemlich ass, diesmal ist er eigentlich ganz okay. Er hat die Ecke, die ist strong, die ist strong, die ist sehr strong, die Ecke. Die ist absolut strong. Geht es? Kommt er noch raus? Er kommt aus der Ecke raus? Nein. 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 Das reicht doch nicht aus, oder? Er lebt noch. Noch eine Chance. Bruder, was? Man darf also nun in die ewige Rente. The Seven Deadly Sins stärkt den Rücken für Escanore und Eisen wird nun ein Teil von ihm. Damit kommen wir auch zum Kampf der Helden. Im Norden nimmt es mich My Hero Academia mit One Punch Man auf. Und ich weiß, das fühlt sich jetzt sehr gescriptet an, aber naja, es kämpft hier wirklich Deku und Saitama gegeneinander. Damit können wir also endlich mal sehen, wer der wahre Nummer 1 Held ist. Nicer Delaware Smash, Bro. Good fight, my man. Good fight. Leute, kommt schon. Es war doch absolut klar, dass Saitama Dekus Ass komplett folden würde. One Punch Man steckt also hier seine Heldenfront, nimmt All Might mit und schickt Saitama in die wohlverdiente Rente. Womit wir auch zu einem ziemlich großen Fight kommen. Die vereinte Isekai-Nation will nun nämlich alles an sich reißen. Im Osten treffen sie dabei auf Boruto, die immer noch wegen der Sache mit Naruto Shippuden sauer sind. Die Isekai-Nation scheint sich hier aber seiner Sache sicher zu sein und schicken ihren Söldner Madara in den Kampf. Diesen Gegner stellt sich dabei der legendäre Kajin Coach. Willst du mich verarschen, Bro? Das. Irgendwie ist er es, aber irgendwie auch nicht. Okay, wait a minute. Let him cook, let him cook. Let him cook, Bro. Let him cook. Digga, der Frosch weiß, wie er seine Zunge benutzen soll. Let him cook? Das kann nicht sein, Digga. Ist es Kajin Coach? Digga, Kajin.
Oh Gott, warte, ich hab zu früh gefeiert. Kannst du einen Coach? Bruder, kannst du einen Coach? Bardotto hat es hier wirklich geschafft, Gerechtigkeit walten zu lassen. Sie haben die Anime-Community bewahrt vor einer Flut an Isekai-Anime-Titeln, die, naja, länger sind als mein jedenfalls holen sie sich hier auch mal danach zurück. Und Koji darf in die Rente. Zeit für Freude ist jetzt aber nicht wirklich, weil Bardotto direkt wieder kämpfen muss. Sie haben nämlich im Süden Naruto, wie damals Sasuke, einfach mal so den Rücken gekehrt. Für Naruto tritt hier also Jiraiya an und für Boruto dann, keine Ahnung, Himawari? Digga, die sind sogar in einem zerstörten Konohagakure. Und Digga, Jiraiya ist aber nicht im Trainingsmodus drinne, Jiraiya ist full drinne. Digga, Jiraiya, Bro, chill doch mal, das ist die Tochter von einem Schüler. Boah, das sieht echt scheiße aus für Himawari. Digga, ey. Digga, ey, Jiraiya denkt sich einfach fuck dead, Alter. Ja, das war definitiv eine Erfahrung. Naruto verleiht sich hier also Boruto ein. Sie klauen sich Madara, der ihnen rechtmäßig zusteht, und gehören nun zu einer der größten Nationen. Jiraiya gönnt sich also hier seine wohlverdiente Rente mit Tsunade. Dabei will auch die kleine Nation Magi im Osten Stress schieben. Naruto hätte damit fast alles verloren, weil sie beim Spin, naja, beinahe auf einer gewissen Person gelandet sind. Für Magi tritt dabei Ren an. Haku macht richtige Schellen. Junge, Haku macht monströse Schellen. Haku, mein Bro, schafft das. Kone ist ein absoluter Lutscher. Waifu Difference. Oh man, Alter. Da bekommt er seinen Arsch verprügelt. Und ihr redet von Reroll, Digga. Ihr heult hier rum. Naruto bleibt hier also stark, gewinnt erneut und hat die ganze obere Hälfte, bis auf einen kleinen Mitesser, eingenommen. Haku geht also in Rente, nimmt ein Bad, ob er jetzt zu den Männern oder Frauen geht, lassen wir mal raus. Und ja, Naruto gönnt sich damit auch Sinbad. Dragon Ball Z darf damit auch wieder ran und trifft im Westen auf One Punch Man. Dabei will es Son Goku selbst regeln und trifft auf Sonic. Er spürt zwar den gleichen Schmerz wie er, weil er damals das gleiche von Saitama abbekommen hat, was Goku damals auch abbekommen hat, aber im Krieg gibt es einfach keine Freunde. Und ja, wie es aussieht, wird der Kampf länger dauern. Oh, never mind. Sonic, Digga, connected. Leute, es tut mir leid, ne? Also wirklich, ich glaube, das sieht mir nach einer Sache aus, die echt schmerzhaft für viele sein wird jetzt. Digga, Sonic. Da muss man doch einfach mal Fragezeichen in den Chat posten. Das fühle ich aber. Chat, also, ich... Oh. Ich habe beide Soundtracks vorbereitet, egal was passiert. Oh mein Gott, die machen spannend, die machen richtig spannend. Level 3? Goku Level 3? Dragon Ball Z baut also hier sein Land weiter aus, was einige Leute, naja, ein bisschen zu sehr gefühlt haben. Das Osmanische Reich ist zurück. Wir haben den Balkan zurück. So muss das. Der Kampf war echt knapp, Alter. Denke, was? Jedenfalls nimmt Dragon Ball Z hier Garo mit, weil er die gleiche Curse Hairline wie eben Vegeta hat. Son Goku gönnt sich also hier seine Rente, flüchtet vor seiner Waifu Chichi und chillt mit seinem Bra Meister Kai. Als nächstes will es also endlich mal Demon Slayer wissen und im Norden geht es dabei direkt gegen Naruto. Demon Slayer schickt dabei direkt ihren MC ins Rennen und die vereinte Nation von Naruto kommt mit Asuma an. Ja, ist zwar ganz schön lame, aber mit Asuma werden wohl einige mitfühlen. Weil hey, ihr seid zwar keine Demon Slayer wie Tanjiro, aber bestimmt habt ihr genauso eine Rauchatmung wie eben Asuma drauf. Wenn Tej einmal einatmet, bekommt er keine Luft mehr. Alter, die kämpfen einfach auf den Grab von Edits Mutter. Digga, Tej ist so ein Monster, ne? Ihn juckt gar nichts. Ey, Bruder, er ist so auf Rache. Digga, Asuma, kannst du was anderes machen, außer zu jumpen, bitte? Asuma, bitte! Rauchverstecken ist mir auch okay. Junge, Alter, Asuma, du Stück Scheiße, Mann. Ey, kein Wunder, dass du gestorben bist, Alter. Digga, er schickt ihn in eine andere Galaxie.
Naruto geht hier also nach all den Kämpfen doch noch unter. Kakashi kommt rein in den Demon Slayer Squad. Tanjiro darf nun in der Rente chillen, nachdem er Demon Slayer im Rucksack hatte, wie eben seine Schwester. Und wir sind nun unter den letzten vier. Demon Slayer wird deswegen auch sofort von der Seven Deadly Sins im Osten bedrängt. Wir mussten hier auch alle Länder spinnen, weil mittlerweile alles irgendwie beieinander liegt. Aber egal, es ist nun Zeit und jetzt wirklich für den einzig wahren Escanor Mi. Ja, der Daishinkan. Der Daishinkan kommt hier doch noch zum Einsatz. Und weil er eben genauso reinhauen wird wie seine Enthüllung als Dragon Ball Super Antagonist im Jahre 2026, darf Demon Slayer so viele Kämpfe aufstellen, wie sie wollen, weil es ist sowieso total hoffnungslos. Sollen die zu zweit kämpfen? Ja, ich habe meinen Twitch-Chat gesagt, es macht keinen Sinn, den Daishinkan mitzunehmen, weil er jeden komplett nuken wird. Aber gut, so ist es halt. Sein Goku wird gesnackt, wir sind unter den besten drei und der Daishinkan macht nun Rente. Bevor wir also nun zum Grande Finale kommen, will Fate doch nochmal kämpfen. Oh naja, solange sie jetzt nicht auf den Norden treffen, haben sie eigentlich nur einen Treffer. Nämlich The Seven Deadly Sins. Für Fate tritt damit Chiru an und für The Seven Deadly Sins. Und ja, ihr habt alle drauf gewartet. Komm. Entscheide es. Ein für alle Mal. Entscheide es. Ja gut, also ich sag einfach gar nichts mehr. Ich meine, hey, ich will Escanor haben und mit Natsu kommen wir dem Feuer schon sehr, sehr nah. Aber hey, soll er doch selbst beweisen, was er so drauf hat. Bro? Ja, ja. Komm schon, Natsu. Natsu, Bro. Natsu, Digga. Dazu, Digga, komm schon, mach jetzt, lass dich nicht so peinlich aussehen. Hier, dazu brauchst du nicht den hier? Ja, er gewinnt hier. Aber weil im Finale nur Best of Threes stattfinden, hat Fate noch eine Chance mit Mordred, um doch nochmal die ganze Landkarte zu erobern. Doch ihr Gegner ist niemand anderes als... Es ist soweit, meine Damen und Herren. Es ist soweit, ich kann es nicht fassen. Der Tag ist gekommen. Er ist endlich hier. Das ist ein ganz besonderer Moment für mich. Wir haben so lange drauf gewartet. Wir haben so lange drauf geschwitzt. Und jetzt ist er nicht nur hier zu kämpfen. Nein, er ist sogar in einer Position. Er ist in einer Position, das Ganze hier zu entscheiden. Ach man, Escanor Mi Amore. Es war ein sehr kurzer Aufenthalt. Aber man, einfach jede Waifu verbrennt sich an dir. Genauso wie ich, weil, naja, mitten in der Aufnahme ging meine Kamera dann irgendwie aus, weil, keine Ahnung, Escanor die Speicherkarte durchgeschmolzen hat. The Seven Deadly Sins schickt also den großen Escanor in die Rente, nimmt seine Rüstung und vererbt sich hier Gilgamesh, der ihren Squad beitritt. Damit kommen wir also zum letzten Showdown, der alles entscheidet. Wird der Anime, den wir schon seit Tag 1 lieben, gewinnen oder der durch seine Animation alles vermasselt hat. Für Team Dragon Ball Z kämpft niemand anderes als die Legende himself. Der erste Minecrafter Super Perfect Cell. Und das Seven Deadly Sins antwortet direkt mit seinem Söldner. Gilgamesh darf nun zeigen, ob er in die Fußstapfen von Escanor eintreten darf. Digga, Cell wischt nicht den Boden mit ihm, sondern den Himmel. Bruder, Gilgamesh ist ja SS. Okay, let him cook, Bro. Let him cook. Wait a minute. Oh man, der erste Minecrafter ist zu stark, glaube ich. Gilgi? Gilly? Gil? Er? Cell lebt doch nach der Attacke! Gilgamesh hat euch mit der eigenen Musik fertig gemacht.
Gilgamesh hat euch mit der eigenen Musik fertig gemacht. Noch hat Dragon Ball Z aber mit dem zweiten Kampf eine Chance, das Ruder doch noch umzureißen. Dafür tritt hier auch Majin Vegeta an und übrigens, das M auf seiner Stirn steht für Majimek. Doch seinem Sieg stehen hier die Riesen-Cheeks von Diane im Weg. Diane wäre dabei aber nicht die erste Frau, die Vegeta zur Prinzessin gemacht hat. Und naja, auch nicht die zweite. Dann zeig mal Vegeta. Kannst du die Hoffnung noch behalten für Dragon Ball Z? Oder ist es jetzt... Ist es jetzt gewesen? Er ist richtig sauer. Merkt ihr, wie sauer Vegeta ist? Merkt ihr, wie sauer er ist? Er ist richtig sauer. Man merkt richtig seinen Hass, Digga. Oh, okay, Vegeta. Okay, Vegeta hat das vielleicht. Zeig mit dem Finger auf Vegeta. Oh nein, Digga. Mit diesem Sieg kommen wir also zum absoluten Finalkampf, der alles entscheidet, in dem Dragon Ball Z natürlich ihren ultimativen Kämpfer aufstellt. Ja, aber keine Sorge, Freunde, sein Gegner spielt wenigstens in der gleichen Gewichtsklasse wie er. Und damit, meine Damen und Herren, sind wir angelangt am absoluten Ende von Anime Imperialismus. Wir werden nun wirklich herausfinden, was der beste Anime of all time ist. Naja. Jedenfalls, bis ich noch so ein Part aufnehme, wenn ihr den Like-Button hier zerstört, dann werde ich nämlich noch ein Part machen, deswegen lasst ein Like da! Er schlägt sich... Naja... Er macht halt mit, ne? Digga, hat er gerade eine magische Bohne geworfen? Oh! Digga, er wirft magische Bohnen! Bitte! Oh, die machen Schaden! Oh, der hat gezwiebelt, der war ganz... Seine Chance? Seine... Oh, er konnte nicht connecten. Was wird hier passieren? Wird Krillin es schaffen? Oh, das ist böse. Das ist sehr böse. Das ist sehr böse. Da brauchen wir nochmal die ein oder andere magische Bohne. Ecke? Er hat die Ecke. Wenn er da noch rauskommt. Vielleicht irgendwie. Oh mein Gott. Niemals. Never. Niemals. Niemals, 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 niemals. Nein, das wäre zu krass. Das wäre so geisteskrank, wenn das jetzt passiert. Nein, das kann nicht... Alter, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nein. Krillin hat gekämpft wie ein absoluter Löwe und gezeigt, dass er im Club der Motherfucker mit Glatze gehört. Doch The Seven Deadly Sins hat sich hier durchgesetzt und ist damit der beste Anime, der jemals geschaffen wurde, geworden. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie haben die Gewinner von Anime Imperialismus was gemeinsam. Aber gut, da The Seven Deadly Sins natürlich gewonnen hat, sollten wir hier besser einen netten Text für Twitter verfassen. Hier ein kleiner Liebesbrief für dich. Ich weiß, dass es seltsam klingt, aber ich muss dir gestehen, dass ich mich in dich verliebt habe. Seitdem ich zum ersten Mal deine fesselnde Geschichte und deine unvergesslichen Charaktere erlebt habe, konnte ich nicht mehr aufhören, an dich zu denken. Deine epischen Kämpfe und deine tiefgründigen Beziehungen haben mich in ihren Bann gezogen und mein Herz erobert. Meliodas, Ben, King, Diane, Gauthier, Escanor und Merlin, sie alle haben auf ihre eigene Weise mein Herz berührt. Ich liebe ihre Stärke, ihren Mut und ihre Fähigkeit, füreinander da zu sein, auch wenn es schwierig wird. Ihre Geschichten haben mich inspiriert und mir gezeigt, dass selbst in den schwierigsten Momenten Liebe und Freundschaft die Antwort sind. Ich weiß, dass du nicht real bist und nur eine Animation auf einem Bildschirm. Aber ich kann nicht leugnen, dass du einen besonderen Platz in meinem Herzen eingenommen hast. Ich hoffe, dass ich noch viele Abenteuer mit dir erleben und deine Charaktere noch besser kennenlernen kann. Freunde, das wär's gewesen mit Anime Imperialismus. Lasst mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen, wer ist der MVP aus diesem Turnier, wer hat den krassesten Kampf. Lasst einen Daumen nach oben auf diesem Video hier da. Ich würde mich sehr darüber freuen, denn dann kann ich sehen, okay, die Boys und Girls wollen noch ein Part und dann werde ich nachliefern. Der letzte Part hat fast 17.000 Likes erreicht. Deswegen wäre es super, wenn wir diese Zahl hier erreichen könnten. Ich bin mit raus, wünsche noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.